So. Okay, lass mich jetzt hier in die Ecke drücken. Und noch mehr Fackeln herstellen. Alles hier soweit friedlich. Erstmal hier die Biegung ausleuchten. Als reine Sicherheitsmaßnahme. Und hier ist viel Eisen. Oh mein Gott, hier geht's noch weiter. Hier geht's so extrem viel weiter noch. Gut, aber das hier ist... Meine Güte. Ob die Geräusche wohl von dort unten kommen? Ich habe schon wieder ein Skelett gehört. Aber die Geräusche scheinen von dort unten zu kommen. Leck kommt ungelegen. So. Eisen. Mensch. Schön, dass ich vielleicht ruhiger bin. Aber ich bin nicht so cool wie die anderen Let's Player und muss mich auch bei solchen laschen Situationen konzentrieren. Deswegen rede ich jetzt nicht so viel. Ich hoffe mal, ihr könnt mir das verzeihen. Aber so langsam wird die Höhle immer mehr und mehr ausgelichtet. Und somit sicher gemacht. So sicher, wie so eine Höhle halt sein kann. So, hier noch irgendwo Eisen übersehen. Ja, hier. Und da vorne auch. So. Schön viel Eisen. Ach, ich pack da unten jetzt eine Fackel rein. So, jetzt ist das alles soweit eigentlich ausgeleuchtet. Bis auf der eine Weg, wo die ganzen Skelette rauskamen. So. Von da vorne kommt wohl nichts. Ach ja. Nee, hier war Schluss. Dort hinten geht's zu dem Skelettweg. Und dann geht's noch hier. Da war ja der Zombie. Das wollte ich jetzt noch gerne einmal sozusagen voll erkunden und auch belichten. So. Und dort ist der Skelettweg. Ob da wirklich jetzt ein Skelett-Spawner ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Umstände lassen es vermuten. Obwohl, mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ha, scheiße, keine Fackel mehr. Warum ich das nicht jetzt gerade nicht mehr glaube, ist, weil mir, glaube ich, denn doch schon wieder ein Skelett entgegengerannt wäre.
So. Ich habe auch fast keine Kohle mehr, aber ansonsten kann ich hier in der Höhle da zum Beispiel noch Kohle abbauen. Oder hier. Also so wirklich ein Kohleproblem haben wir nicht. Gut. Ich nehme den oberen Weg zuerst. Wieder so groß, riesig und gefährlich. So. Okay. Langsam wird auch das hier lichter. Hier ist alles ausgeleuchtet. Der Weg dort unten. Denn ist ein Skelett, glaube ich. Ach ne, es ist Gravel. Sah wirklich wie Skelett aus. Wie ein Skelett aus. So. So eine kleine Brücke aufbauen. So einen kleinen Wasserlauf hier. Ist doch auch ganz schön. Okay. Es wird eng, dringlich. Hier ist vorerst Ende. Ich habe aber noch einen Zombie gehört. Bedeutet, hier irgendwo muss noch eine Höhle sein. Aber ich hatte Eisen gesehen, genau. Das sammle ich erstmal ein. Das hat oberste Priorität. War hier oben noch irgendwo Eisen? Hey, da los. Oh. Oh, da geht's tief runter. Das ist auch noch eventuell recht interessant. Ausgegeben, anders stoppe ich den Wasserlauf also hier. Und hier geht es noch weiter. Aber auch nicht weit. Aber hier ist noch Eisen. Und er hätte auch was spawnen können. Also es ist gut, dass ich es entdeckt habe und belichtet habe. Gut. Hier packe ich noch eine Fackel hin, nur zur Sicherheit. Okay. Das war's also dazu. Jetzt geht's dort unten aber auch noch weiter. So, jetzt werde ich aber vorher hier nochmal Fackeln herstellen. Und ich glaube, die letzten drei Kohle verwende ich dafür jetzt auch noch. Ich werde, glaube ich, wieder mal oder noch mal viele Fackeln benötigen. Hier unten ist Licht. Okay, warum das da war, keine Ahnung, aber ich schätze mal, es war ein Bug von dem Ambient Light Mod. Genauso wie das hier. Okay, hier unten war also auch eigentlich nichts. Ja. Ist halt so. Kann man nicht viel gegen machen. Also wieder nach oben. Jetzt habe ich hier noch eben schnell ein bisschen Kohle ein. Nur die obere Lage. Die untere Lage mündet, glaube ich, in die Höhle dort unten. Und da möchte ich jetzt nicht reinfallen. Und eigentlich habe ich ja auch noch Kohle. Da oben ist nichts mehr. Das ist eine Sackgasse. Gut. Also. Wieder raus aus der Höhle. War doch auch nicht schlecht. Ein paar schöne Abenteuer. Ein bisschen Eisen gefunden.
Und seitdem ich hier die Basis errichtet habe, habe ich auch keine Leben mehr verloren. Das ist doch mal erfolgreich. Ich lasse die Basis aber jetzt so, wie sie ist. Da. Geht's hier raus? Auch. Moment. Wo bin ich denn dann gekommen? Ach, nicht, von da unten bin ich gekommen. Ne, da unten geht's also nicht raus, oder? Auf jeden Fall stirbt gerade. Hier geht's raus. Auf jeden Fall stirbt gerade einiges in meiner Falle. Ah, hier nehme ich jetzt nochmal das Schwert zur Hand. Okay. Es ist sogar Tag. Vielleicht ist das, was gestorben ist, auch nicht in meiner Falle gestorben. Ah, draußen. Und jetzt sieht man auch mal den Mod in voller Pracht. Aber ich muss aufhören, denn mein Besuch ist gerade gekommen. Also, ja. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich sag, bis dahin, tschüss. Also, tschüss.